Abi? Hm. Oh, es geht schon los. Ja. Yo! Yo Leute, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns, vom Shisha-Team. Und nach langem Warten. Eine Ewigkeit später haben wir ihn endlich hier, den Nameless the Red Turtle. Seht's euch an. Und zwar habe ich den ja mal versucht, noch im Internet irgendwie zu kriegen, bin kläglich daran gescheitert irgendwie, weil niemand den auf Lager mehr hatte. Und letztendlich sind wir dann auf der Messe nochmal zum Nameless-Stand gerannt. Genau, du hast es hinten da. Die hatten noch den Red Turtle da und haben uns den gerne mitgegeben, dass wir den für euch testen können. Vielen Dank nochmal dafür an Nameless. Und ja, fangen wir doch ganz einfach mal an damit, wo wir, mit dem, wo wir immer waren. Ich komme nicht mehr klar. Mal starten. Genau. Kommen wir zu der Rubrik, mit der wir immer starten. Yeah. Damit starten wir, genau. Nameless the Red Turtle, wie ihr es gewohnt seid, 200 Gramm bei Nameless für 13,90 €. Also noch immer sehr günstig, wie ich finde. Ich brauche den gar nicht wegstellen. Ja, gucken wir mal. Hier haben wir natürlich wieder die typische Nameless-Dose. Klein, kompakt, aber wirklich voll ausreichend. Auch wieder mit kleiner Verschlusskappe, dass alles wirklich dort drin bleibt und nichts auslaufen kann. Relativ grober Schnitt. Und ja, Molasse-Technik. Ist alles wunderbar eingezogen. Also lässt sich super zum Kopfbau verwenden. Da habt ihr keine Probleme, müsst ihr nicht nochmal mit einer Schere ran. Ja, was verbirgt sich denn unter dem Red Turtle? Kazix, du weißt es ja, du hast uns vorgeschlagen, dass wir es mal testen sollen. Lieben Gruß nochmal an dich, jetzt ist er endlich da. Nach langem Warten. Geruchlich, Freunde. Ja, verbirgt sich hier ein Kaugummi-Zimt-Tabak. Und geruchlich merkt man natürlich gleich so ein komplettes Brett an Zimt, was da durchkommt. Also wirklich schön intensiv, aber auch so eine leichte, ja, so eine Minzfrische, was man wirklich so vom Kaugummi kennt. Hat jetzt aber nicht so diesen Weihnachtsflavor, sodass man sagt, okay, jetzt hat man noch irgendwelche, keine Ahnung, Gewürze mit dabei oder irgendwas, was in die Richtung geht, sondern ja, ganz einfach eine Zimtnote, Kaugumminote. Riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Nicht zu stark. Ja, nicht zu stark. Ist wirklich ein guter Übergang für den Geschmack. Ja, mache ich gleich mit dem Geschmack weiter. Und zwar finde ich hier Kaugummi-Zimt. Ich hatte von der Messe, wir hatten von der Messe bekommen diese Shots, diese kleinen. Von dem Hersteller, werden wir jetzt noch nicht sagen, werden wir auf jeden Fall auch nochmal vorstellen. Von dem haben wir ganz viele verschiedene Sorten bekommen. Und da war auch Kaugummi-Zimt dabei. Und den fand ich persönlich relativ stark. Also wenn ihr vielleicht jetzt an Zimt denkt und vielleicht auch gar nicht so doll auf Zimt steht, dann ja, denkt ihr so, boah, ist ja vielleicht relativ scharf und sowas. Aber ich finde, genau das ist bei dem Tabak hier absolut Bombe gelungen. Es ist überhaupt nicht zu stark, diese Zimtnote. Es ist wirklich eine angenehme, leichte Schärfe. Vielleicht auch durch die Minze, die noch mit drin ist, die auch so richtig schön mitschmeckt, aber eben nicht übertrieben zimtig. Und auch diese Pfefferminznote, die da drin ist, ist nicht bitter oder zu scharf. Die ist eher so in die süßliche Pfefferminzrichtung. Und am ehesten kann ich das wirklich vergleichen mit den Big Red Kaugummis. Und ja, kommt auf jeden Fall sehr gut hin. Kommt da sehr nah ran. Und als Tabak finde ich es mega gelungen. Finde ich es wirklich sehr, sehr lecker. Das auf jeden Fall, kann ich nichts anderes hinzufügen. Mir ist gerade aufgefallen, mit der Hitze muss man ein bisschen aufpassen. Wenn zu viel Hitze da ist, dann wird er leicht kratzig, aber ja, Kamin habt ihr damit eigentlich nicht Probleme. Kann man ja schnell mal regulieren und ja, dann akklimatisiert sich der Tabak ja auch sehr schnell. Ja, er ist jetzt nicht
übertrieben super in allen Setups einfach zu rauchen, aber er ist auf jeden Fall handelbar. Und wer so ein bisschen Ahnung von Shisha-Tabak hat, der kommt damit auch klar. Also eigentlich sind alle Nameless-Sorten sind nicht 100% hitzebeständig, die sind einfach, weiß nicht, so bei 80% Hitze, keine Ahnung, jetzt um es zu quantifizieren, super rauchbar. Rauchbar? Rauchbar. Wie ist denn der Rauch? Der ist super. Also seht ihr auch auf dem Video. Raucht, gar keine Probleme. Lässt sich auch super einfach ziehen. Ja, und auch da im Rauch wirklich keinerlei Beschwerden irgendwie, dass er drückt oder irgendwie auch so zu schwer ist. Es ist wirklich ein echt frischer, leichter Tabak, was ich nicht erwartet hätte von Zimt. Ja, da haben sie halt wirklich eine gute Mische getroffen. Also es ist wirklich super aufeinander abgestimmt. Ja, muss ich jetzt nicht wiederholen, hat gerade alles schon mal gesagt. Und auch die Rauchdauer, eigentlich kann man das aus der Rubrik rausnehmen, weil so ziemlich jeder Tabak kommt halt eine Stunde hin. Und ihr habt halt immer, dass es ja irgendwann dann vom Geschmack her doch nochmal ein bisschen was abnimmt. Aber da haben wir schon was geplant, noch ein Video in Zukunft, wo wir mal was Neues zeigen, wo euch das nicht mehr so passieren kann. Hoffen wir zumindest. Wir haben es selber noch nicht ausprobiert und verraten wir es auch noch nicht. Also seid gespannt für eine kleine Neuheit. Mhm. Die wir euch dann auf jeden Fall noch vorstellen werden. Auf jeden Fall cooles Ding. Ja, kommen wir damit gleich zum Fazit und zur Kaufempfehlung, ja oder nein. Ich persönlich würde hier definitiv eine Kaufempfehlung aussprechen. Gerade für Leute, die Kaugummi-Zimt-Tabak suchen, ist das meiner Meinung nach einer der besten, den ihr kaufen könnt. Weil er einfach nicht zu krass ist. Er übertreibt es nicht mit Zimt. Und das finde ich hier wirklich, wie ich schon gesagt habe, perfekt gelungen. Also von mir eine klare Kaufempfehlung. Auf jeden Fall. Auch für Leute, die so in Richtung Zimt noch gar nichts probiert haben, weil, war bei uns ja ähnlich, wenn man das so gehört hat, ob es wirklich so passt oder ob man es rauchen kann. Den könnt ihr euch wirklich gerne mal gönnen. Schnuppert mal dran und überzeugt euch einfach selbst. Der ist wirklich super easy zu handeln. Also da auf jeden Fall Kauf-Probier-Empfehlung. Ist abgesegnet. Genau. Gut. Ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende. Kurzes, knackiges Ding. Setup ist in der Videobeschreibung, bevor wir es vergessen. So ist es. Und bevor du mich nochmal unterbrichst. Wir hoffen natürlich, euch hat dieses Video wieder gefallen. Wenn das so ist, lasst uns einen Daumen nach oben da. Ein Like hilft uns weiter. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann drückt kostenlos auf den Abo-Button unter diesem Video oder unten rechts in dem Video. Das ist dann da, das ist ein Spiel. Genau, da ist ein kleines Logo. Da könnt ihr nicht verfehlen. Genau. Ja, schaut euch auch unsere anderen Videos an. Jetzt habe ich mich selber unterbrochen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Review von was auch immer. Bis dahin, macht's gut. Schöne Woche. Wir sind raus. Euer Shisha-Team. Macht's gut. Ciao, ciao. Ja, und an die drei Gewinner der unserer letzten Verlosung. Die Pakete sind auf jeden Fall raus, also ihr müsstet die so in den nächsten Tagen bekommen. Mega cool, dass ihr mitgemacht habt, auch dass so viel von der Community einfach mitgemacht hat und so aktiv in den ganzen Kommentaren war. Es wird natürlich noch weitere Gewinnspiele folgen, also die Leute, die jetzt diesmal nicht dabei waren. Genau, seid nicht traurig, es wird noch viele Möglichkeiten geben. Ihr werdet eure Chance noch bekommen. Und? Der ist halt nicht geil. Der ist lecker, oder?